Hallo zusammen, Rauschreduktion mit Nik Define 2.0. Und zwar haben wir hier ein Bild, das ist die Nikon D750 bei ISO 2500. Und da sehen wir recht starkes Rauschen, wenn ich hier mal auf 100% gehe. Hier in dem Schnee ist es sehr stark, auf der Hose ist es sehr stark zu sehen, auf der Jacke nicht so. Und hier unten ist ein bisschen schwierig zu sagen, es schneit halt stark, wie viel davon ist Schnee, wie viel ist Rauschen. Das stört mich da gar nicht. Und hier auf dem Himmel sieht man es natürlich wieder extrem. Und das habe ich schon mal rausreduziert. Und zwar habe ich jetzt sehr gezielt den Himmel reduziert, das will ich. Die Bäume eigentlich nicht so. Den Schnee reduziert. Die Hose reduziert. Nicht die Jacke. Sehen das hier, wenn ich mal hin und weg mache. Dann ist hier das Rauschen wieder da auf der Hose, auf dem Schnee. Und mit der Jacke tut sich gar nichts. Auch mit dem Wald hinten tut sich gar nichts. Und das gleiche hier mit dem Himmel. Der Himmel ist jetzt stark am Rauschen und jetzt eigentlich kaum noch. So, wie habe ich das gemacht? Ich mache das mal weg. Ich gehe auf Filter, Nik Collection Define 2.0. Und zwar ist das dann interessant, wenn man Teile des Bildes entrauschen möchte. Nicht alles, nicht global alles entrauschen will, dann mache ich das einfach im Lightroom. Aber gerade wenn ich Gesichter dabei habe, ich zeige gleich ein zweites Beispiel, dann ist das schon ein Thema. Oder hier, wenn ich das hier mache und ich gehe hier mit der Lupe auf 100%. Hier steht 100%. Und ich gucke mir das jetzt hier an und ich gehe gerne auf diese Ansicht, wo ich einen geteilten Screen habe. Dann nehme ich den Pen-Modus, ziehe das hier so ein bisschen so rüber. So, jetzt sieht man sehr deutlich, wie die Hose reduziert ist. Und die Jacke ist ein bisschen matschig, das mag ich gar nicht. Auch hier an den Bäumen ist es total matschig, das will ich nicht. Lieber Rauschen drin haben, gerade mit dem Schnee stört mich das ja gar nicht, als dass es matschig wird. Deswegen ein typisches Beispiel, wo ich nicht global rangehe. Ich gehe mal hier mit der Lupe wieder auf 100, also die Gesamtansicht. Und jetzt hier Mode, das ist wichtig. Mode gehe ich mal auf Contrast Noise Mask und gehe wieder hier. Jetzt habe ich einfach ein graues Bild. Das heißt, die Rauschreduktion ist gleichmäßig auf das gesamte Bild angewandt. Und das will ich nicht. Das will ich ja gerade nicht. Wir sehen das gleich. So. Stattdessen gehe ich hier auf Reduce. Ich gehe auf Control Points. Und sobald ich einen Control Point setze, hat er null Rauschreduktion, außer da, wo ich den hinsetze. Also er nimmt alles andere zurück. Setze ich den hier auf den Himmel. Wie gehabt, ich kann hiermit die Größe einstellen. So, ein bisschen kleiner machen. Und ich kann mit den verdoppeln. So. Und wenn ich jetzt hier hingehe auf Modes, alles was grau ist, so hellgrau, da wendet er das an. Also ich sehe, dass es hier in der Mitte zum Beispiel nicht so toll ist. Ein bisschen größer machen, so. Den auch ein bisschen größer machen, dass ich da die Überlappung besser habe. Und dadurch kann ich schön kontrollieren, wo er das anwendet und wo nicht. Er macht es ein bisschen auf die Bäume, er macht ein bisschen auf den Schnee, das macht gar nichts, weil da will ich gleich hin. Ist jetzt ein zweiten Control Point hier in den Schnee rein. So. Und weil mir das nicht reicht, setze ich noch einen hier hinten hin. Und ich kann halt jetzt schön sehen, dass er das auch sauber macht. Ich sehe zum Beispiel, die Ecke ist noch nicht. Okay. Dann machen wir doch die Ecke auch noch. Da oben die Ecke ist noch nicht, also mache ich doch die Ecke auch noch. Und den kann ich jetzt hier ein bisschen kleiner machen. So. Zack. Jetzt habe ich die Corinna noch gar nicht und den Wald hier auch gar nicht. Das will ich auch nicht. Zusätzlich will ich jetzt einen auf die Hose haben, habe ich gesagt, aber nicht auf die Jacke. Voilà, zack. Ein bisschen kleiner machen. So. Es ist überraschend häufig so, dass man ganz klare Strukturen hat. Blauer Himmel oder in dem Fall grauer Himmel. Kleidung ist häufig so, dass sie eine dominante Farbe hat. Also man kann das häufig sehr gut machen. Was ich halt, ich komme gleich drauf, das Gesicht, das will ich halt eben nicht haben. So, jetzt gehe ich hier wieder auf die RGB-Ansicht. Ich gehe jetzt hier wieder auf die Split-Ansicht. Ich gehe jetzt hier wieder reingezoomt. Schiebe mir das so, wie ich das haben möchte. Und jetzt sehen wir, die Hose ist gut. Die Jacke ist nicht betroffen. Die Bäume da hinten sind nicht betroffen. Der Schnee ist gut. Ja, wenn wir uns hier mal den Schnee angucken, sehen wir das sehr deutlich. Und ich habe hier unten auch immer die Gegenansicht. Also wenn ich hier auf Gesamtansicht bin, dann habe ich hier das reingezoomt. Dann kann ich hier eigentlich auch sehr schön das in der kleinen Ansicht sehen. Und das ist schon alles. Das ist das Coole an dem Nik Color Effects. Es ist furchtbar einfach. Und man ist, wenn man das zwei, dreimal gemacht hat, ist man in ein paar Sekunden, wirklich ein paar Sekunden daraus. Klick, 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 ein paar Control Points gesetzt, einmal kurz kontrolliert und gut ist. Zweites Beispiel. Das jetzt aufgenommen mit der Panasonic G70 auf ISO 2000. Ohne Rauschreduktion ist es natürlich stark am Rauschen. Ich bin jetzt auf so 100%.
Ja, das Surface ist stark am Rauschen, der Pullover ist stark am Rauschen, das Gesicht ist ein bisschen am Rauschen, das Gesicht ist eben das Heikle. Auch hier gehe ich jetzt wieder aufs Define. Und so ein bisschen dasselbe Spiel. Ich möchte eigentlich im Gesicht, habe ich jetzt zu starke Rauschreduktion, wenn ich es global mache, das will ich nicht. Also ich will das Gesicht nicht. Ich kann jetzt hier hingehen und sagen, ich will es überall haben, minus Control Point, außer im Gesicht. Deutlich kleiner machen, so. Und jetzt sieht man, dass im Gesicht ist nichts angewandt weiter. Ich kann das hier wieder kontrollieren. Voilà. Dieser Minus Control Point, der ist jetzt nur auf das Gesicht. Und der Pullover zum Beispiel ist nach wie vor. Wenn mir das zu viel ist, dann kann ich natürlich Control Point auf den Pullover setzen und sagen, okay, das Surface zum Beispiel, da klappt das sehr gut. Bei dem Pullover will ich vielleicht nicht so doll, dann nehme ich einen Plus Control Point, setze den hier hin, reduziere den. Oder setze halt einen Minus Control Point auf den Pullover. So, Minus Control Point. Und nimm jetzt aber nicht 0-0 Effekt, sondern ich nehme halt ein bisschen. Vielleicht will ich den nur auf 70% haben oder sowas. So, zack. Jetzt kann ich hier wieder auf. Und dann sehen wir, es ist unterschiedlich angewandt. Ja. Also das Prinzip, und das ist ja schön, das Prinzip ist immer dasselbe bei diesen verschiedenen Nick-Plugins. Ich arbeite fast ausschließlich mit den Control Points und sage dann sehr zielgerichtet, was ich will. Weil wenn ich global was machen will, dann brauche ich nicht Nick. Dann kann ich es auch mit Kurven und so weiter im Photoshop machen, sondern das benutze ich wirklich dann, wenn ich es gezielt auf manche Bereiche machen will und ich will da effizient und schnell arbeiten. Und vor allem dann ist es sehr effizient, wenn ich so wie hier große Flächen mit einer Farbe habe. Das Blaue will ich, das Gesicht will ich nicht. Und das macht er halt sehr, sehr gut, dass er halt auch so ein bisschen ähnliche Farben nimmt, weil mein Gesicht hat ja verschiedene Helligkeiten, verschiedene Farben. Und trotzdem schnallt er das eigentlich sehr, sehr gut, dass ich das Gesicht meine und nicht noch das drumherum. Das war schon. Ich hoffe, das war hilfreich. Viel Spaß bei deiner Rauschreduktion. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.